auch noch. Ich schwimme lieber in einem Swimmingpool als im Meer, denn das Meerwasser schmeckt so salzig wie die Tränen, die ich am Ende eines anstrengenden Arbeitstages vergieße. Der hat einen Gengar. Können wir den haben? Hey, ich bin der Projektleiter und zugleich ein Riesenfan von Gengar. Gegen andere Trainer zu kämpfen ist ziemlich aufregend, findest du nicht? Festige das Band zwischen dir und deinem Pokémon, um dich immer stärkeren Gegnern zu stellen zu können. Gib mir dein Gengar. Boah, Drecksack. Kämpfe sind wirklich ein Vergnügen, aber auch die Vollständigung des Pokédex macht sehr viel Spaß. Nein, gib mir den Gengar! Mann. Inkorn. Ich bin der Projektleiter. Du arbeitest daran, dein Pokédex zu vervollständigen, habe ich recht? Es ist schon klasse, dass du so viele verschiedene Pokémon auf deiner Reise treffen wirst. Komm doch bitte wieder, wenn du dein Pokédex mit vielen Einträgen gefüllt hast. Hab ich doch! Ah. Zieh ihm sein Gengar ab, bedroh ihn. Oh, der hat sogar ein Gengar-T-Shirt. Das muss ich leider auch abziehen. Zieh dich aus, gib mir dein Gengar, sonst muss ich dir die Zähne einschlagen. Und zwar Dali. Sonst wirst du nie wieder so grinsen können. Und ich habe bestimmt auch einen Gegenstand in meinem Beutel, der sehr weh tut, wenn ich dir den in die Fresse haue. Hier, ein Giftstich. Da. Das steche ich dir sonst wo rein. Alles will alle ausziehen. Ey, der hat ein Gengar-T-Shirt. Ohne Scheiße. Ich laufe hier mit einem Pikachu-Pullover rum. Kann man hier irgendwo noch hin? Nee, ne? Stopp, stopp, stopp! Ja, dich meine ich. In Sonneweg, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben. Aber die Straße bleibt vorerst gesperrt. Aber... Jungs, darf ich hin? Alles ist hier tabu. Apropos Aussehen, ist Chloe eingepennt. Gute Nacht, Nino, schlaf schön. Danke, dass du da warst. So, ich angel mal. Vielleicht bin ich mal hier im Wasser-Pokémon. Anderes. Außer Cavador. Bitte kein Cavador, bitte kein Cavador, bitte kein Cavador. Angel nie wieder. Das war's jetzt. Nee, das sehe ich nicht mehr ein. Ich angel nicht mehr. Egal, wo ich angel. Nein! Nee. Jetzt ist es vorbei. Oh, die Musik. Ich hatte den Fisch schon fast eingeholt. Ja. Oh Gott, diese Musik bei den Anglern ist so gut. Ich kann nicht widerstehen. Ich muss das jedes Mal machen. Die Musik ist so erotisch, ja. Deswegen spreche ich alle Angler an, weil ich hoffe, dass sie gegen mich kämpfen, damit die Musik erscheint. Öl von hinten. Na klar, Hintern halt. Garados. Oh, nicht der Clip schon wieder, ne? Wie dein Zombie-Sau. Genau so. Ich glaube, bei der Superangel angelt man das beste Zeug.
Demoreit. Oh, den würde ich auch gerne fangen. Oh, ich hoffe nicht, Klaus. Das wäre nicht gut. Oh, ich würde zu einem Octopus. Ja, deswegen ja. Selina auf dich an mein Bein zu schmiegen. Was soll denn das? Ich werde dir zeigen, wie Erwachsene kämpfen. Das wäre noch nicht, also musst du ihn noch weiterentwickeln. Böse. Wir müssen fusionieren, dann werden wir zu einem Spektakel. Richtig, ganz toll. Zu solchen Tricks greifst du? Pa! Pa! Warum paaren die mich hier alle an? Was soll das? Das ist meine Aufgabe. Kann mal jemand Sven bannen? Ja. Aeroas. Oben auf diesem großen Cliff ist irgendwas. Das sagt mir mein Instinkt. Aber wie ich darauf kommen soll, sagt es mir leider nicht. Hochrollen. Das klappt bestimmt. Alle anpaaren. Pah! Ja, schrecklich! Ja, das habe ich leider noch nicht. Als Zwergenschnupfen, ja. Hallo Kusori, kam zwar mit dem Raid nicht mit, aber sag hier auch mal Hallöchen und einen guten Morgen, ihr süßen Nougat-Schnittchen. Oh. Nougat-Schnittchen. Sehr schön. Jetzt brauchen wir die Musik von den Anglern, diese erotische Musik, ihr Nougat-Schnittchen. Ich muss einen Angler finden, scheiße. Nougat-Schnittchen werden jetzt was, oh ja. Immer diese Raid-Fehler. Ist das bei euch auch in letzter Zeit so, dass wenn man raidet, dass nicht alle Leute mit rüberkommen, weil irgendwie Twitch abfuckt? Das ist mir in letzter Zeit auch aufgefallen, dass nicht jeder mit rüberkommt. Das ist doof. Aber eigentlich soll der Raid ja alle mit rüberschieben. Eigentlich schon. Wurde gehostet, aber geht nicht mit. Okay. Bei mir war es das erste Mal in diesem Ausmaß. Sonst funktioniert es ab und an der Raid gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, was mit Twitch wieder los ist. Ja, das war mal etwas komisch. Ja, das ist in letzter Zeit häufiger vorgekommen. Also ist mir auch aufgefallen.
dass zum Beispiel Leute, die ich geradet habe, nicht mit drüber kamen oder wenn geradet wurde, ich nicht mit drüber kam. Ist komisch. Ist mir jetzt das erste Mal passiert, dass ich mit einem Raid nicht mit drüber kam. Ja, es ist irgend so ein Twitch-Ding gerade. Wie geht's euch so? Mir geht's, ich bin ein bisschen müde, aber sonst ist alles gut. Ganz Stream. Heute wieder viel gelacht. Also alles gut. Ich hoffe, bei dir auch. Hattest du auf meine Frage antwortet, falls du es gelesen hast, hab gar nicht wirklich zugehört. Du, Ri, wenn du Fragen stellst, dann hör bitte dann zu. aber welche Frage meinst du jetzt? Bei mir steht keine Frage. Hat das Twitch jetzt auch verschluckt? Frage. Ich scroll gerade hoch, aber... Also das Letzte, was du bei mir geschrieben hast, ist halt, wie das mit Chloe da zustande kam. Kannst du das nochmal posten? Ach, da. Wie machst du das in Pokémon-Spielen? Sammelst du extra alle Pokémon, auch alle Entwicklungen, oder nur, dass du alle im Pokédex hast? Ich versuche eigentlich alle zu fangen. Leider muss man ein paar auch tauschen, weil die sich dann erst entwickeln. Ja. Weiß ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich komplett alle fangen werde. Aber sonst fange ich meist alle, wenn es geht. Ich habe mehrere Chats offen, damit nichts verschluckt wird. Mir geht es auch gut. Schlafrhythmus ist ein bisschen durch. Fühle ich sehr. Ist bei mir die komplette Woche total im Eimer. Mein Schlafrhythmus ist komplett kaputt. So geht's mir auch. Zieht sich die ganzen Tage gerade ein bisschen. So gut. Schlafe seit 5 Tagen. Nur 2 Stunden. Das ist nicht so gut unbreakable. Passt da auf, ne? Irgendwann sagt der Körper so, nö. Läufst du am Strand durch den Sand... was? Läufst du am Strand durch den Sand, hinterlässt du Fußspuren. Pokémon haben daran genauso viel Freude wie Menschen. Hinterlass meine Fußspuren lieber aus dem Schnee. Wenn ich welchen hätte. Kann ich länger schlafen? Okay. Hallo, ich möchte mit mir den Pokémon ansehen. Vielleicht ist es ja ein Schals würdig. Hat der gerade meinen... Hat er jetzt meinen Pokémon Scheiße genannt? Puh. Die Freundin meines Bruders ist die Wellnessfrau aus Schleide. Die beiden haben immer ihre Pokémon dabei, wenn sie etwas unternehmen. Wie schön. Ja. Danke. Danke, danke. Du erinnerst mich an diesen hibbeligen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Yummy. Er hatte ein sehr enges Verhältnis zu seinem Pokémon. Genau wie du. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Ich möchte dir das hier schenken. Luftblasensticker. Warum kriege ich Luftblasensticker? Mann, ist das nervtötend. Was willst du denn? Ein kleines Bike mit gerade mal 3 Ohren? Pff. Von so jemandem lässt sich Team Galactic garantiert nicht dazwischenfunken. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Wo lasse ich dieses Ding jetzt am besten hochgehen? Ein Bombenjob für Team Galactic! Okay. Manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit, bis es durch Levelaufstieg bestimmte Attacken erlernt hat. So, wo sind wir jetzt? Willkommen im Großmoor. Soll ich dir das Safari-Spiel erklären? Ja, los, Safari spielen. Und sonst gehen. Okay, bye.
Help? Ich komme nicht mehr raus in diesem dunklen Loch. Es saugt mich ein. Hilfe! Das hat sich eingesumpft. Ja. Bidi fast. Aber das haben wir. Kiesel dich. Soll ich es wagen zu angeln? Aber nur. Nein, ich will nicht. Nichts an. Dieser Löcherexpertin vom Loch fast verschluckt. Wow. Klingt ja gar nicht falsch. Elino, ich glaube, den habe ich nicht. Komm in mein Team. Also mein PC. 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 Dieses Pokémon lebt in kaltem Wasser. Zum Schlafen gräbt es die Hälfte seines Körpers in schlammigen Grund ein. Azuriel. Ach, das gibt's ja auch noch. Mehrere, oder? Ich glaube ja. Oh, das ist ja voll süß. Oh. Dieses Pokémon lebt in der Nähe von Gewässern. An Land kann es sich schnell fortbewegen, indem es auf seinen großen Schweif hüpft. Ja. Glashonig. Es ist... Was? Es ist zwei Bälle, klar, wenn du das wieder siehst. Was soll das jetzt schon heißen? Ich hasse Eulen. Pudel! Ja. Es steht ständig auf einem Bein. Selbst wenn es angegriffen wird, stellt es sich nicht auf beide Beine. Zwei Beine? Ah, okay. Ihr Hudel. So wie es wollt. Nein, ich in mein Team! Nein! Bis ich die. Nie irgendwas anderes angeln, ne? Das ist die Hölle. Chuchu, Hype Train! Einsteigen! Auf zur Stufe 2! Kapodot! Eine ganz besondere Verbindung, ja, ich merke schon.
Hier, Matsch. Anton ist wütend. Anton geht. Ich habe die Povi-Angel. Es gibt aber noch eine, glaube ich. Ja, die Super-Angel gibt es noch. Ja, genau. Die fehlt mir noch. Aber ich frage mich, was der Sinn denn dahinter ist. Von deiner normalen Angel zur Profi-Angel, wenn du sowieso immer nur die gleichen rausangelst. Weiß ich nicht. Komm, wir gehen mal zum Areal 5 oder so. Tutu. Einfach mal random Leute ansprechen, kriege ich Sachen geschenkt. Ich habe früher mal geglaubt, dass die Profi-Angel besser ist als die Super-Angel. Ja, das ist aber auch sehr verwirrend. Weil eigentlich ist logisch, ist eigentlich Profi-Angel, das klingt einfach logisch besser. Als Super-Angel. Oh nee, ich will es noch nicht beenden. Werbung in Namen, genau. Ja, das Problem hatte ich aber auch. Das ging mir genauso. Schon immer gruselig. An der Profi-Angel hängt als Köder ein Macholo und prügelt alles aus dem Wasser. Bei der Super-Angel ein Macho-Mais. Das ist doch logisch. Ja, eigentlich schon. War trotzdem als Kind verwirrt. Werde ich verfolgt von Hut-Hut? Nein, nicht bald! Oh Gott. Bitte nicht, bitte nicht! Oh, danke. Du hast so wunderschöne große Augen. Hier! Geh doch! Hau ab! Verdammt, das wäre sehr ruhig. Fand Eulen eigentlich schon immer witzig, vor allem wenn sie die Augen aufreißen. Ja. Ich sehe mich da nicht. Hallo Schnecktor. Die Zeit ist abgelaufen. Dein Safari-Spiel ist vorbei. Eigentlich nach oben gehen. So. Wenn man durchs Moor läuft, sinkt man manchmal ein. Ich habe beim Versuch, mich zu befreien, derart die Geduld verloren, dass das Safari-Spiel für mich komplett gelaufen war. Durch das Fernglas kannst du sehen, welche Pokémon du im Großmoor fangen kannst und wo du sie findest. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Das lohnt sich ja mega.
Ja gut, anscheinend haben wir aber alles, was da drin ist. Im Großmoor gibt es eine Eilbahn. Eine Fahrt damit bietet sich an, wenn du in ein weiter entferntes Areal gelangen möchtest. Nee, das weiß ich leider nicht, Strelok. Ach, Würsch, du lebst ja auch noch. Ich würde es der Zeichnerin weitergeben, weil dann passt es auch zu den anderen Emotes, die du hast. Also vom Stil her, weil sie hat ja einen ganz anderen Stil als ich. Das würde, glaube ich, einheitlich besser passen. Hallo, Meer der Ideen. Ein wunderschön. Die sind aber von dir. Ich weiß. Aber die anderen sind halt vom Stil her. Würde, glaube ich, besser passen. Du hast dich nicht wurschteln. Im Großmoor gelangt man per Eilbahn im Nu von A nach B. So wird auch das empfindliche Ökosystem nicht gestört. Arena, Arena! So, was ist das hier? Oh nein, ganz viele Angler, ihr wisst, was das heißt. Marinus, der Arenaleiter, ich meine natürlich Wellenbrecher, Marinus ist der Meister der Wasser-Pokémon. Ich finde ja, dass du enorm mutig bist, wenn du versuchst, Wasser-Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu bekämpfen. Aber letztlich ist das natürlich deine Entscheidung. Dann liefere uns mal einen guten Kampf. Viel Erfolg. Kriegen wir hin, denke ich. Und mein Pokémon mal bewegen, weil der... Nee, das war nicht so gut. Ah, das war diese Arena. Okay. Wo ich die Knöpfe drücken muss. Ich habe hier nicht nur meinen Körper gestehlt, sondern auch mein Pokémon und meinen Geist. Sancha Pascal. Heißt jemand von euch Pascal? Family. Der hat einen Schwimmring. Ja. So ein Kackkind. Oh, du bist vielleicht sogar noch stärker als unser Arenaleiter. Chill mal. Okay, so komme ich wieder raus. Diese Musik.
Beherrsche die Kräfte des Wassers, du wirst nicht gewinnen. Ja, die Musik ist einfach geil. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde die super. Das hat auch so ein bisschen was von Detektiv Conan, weil da ist auch manchmal so eine Musik. Stimmt, das hat keine Wirkung auf den gehabt. Aua, aua, aua. Stimmt ja. Da war ja was. Das sagst du von sehr Conan, ja. Mhm, deswegen. Dann beiß ich dich eben. Ja, mir sowas hört Lisa, wenn sie mit Ersa allein. Was? Dich gleich? Bah. Ich bin über die ganze Welt gereist und habe dabei Pokémon aufgezogen. Diese Arena habe ich als Ziel gewählt. Du wirst es hier nicht leicht haben. Der Matrose ist also auch höchst erotisch. Merlin. In der Arena hatte ich einen guten Vorteil durch meinen Starter. Stimmt dort, das ja. Das Pflanzen-Pokémon. Er sein Matrosen-Outfit. Ja, dann wird sie aber einen tiefen Ausschnitt haben, weil ihre Möpse sind riesig. Weißt? Ich meine, sie hat zwei riesen Bojen, sie wird nicht untergehen. Ich sollte einfach mal die Klappe halten. Ach, Riesen. Ach, Yami. Halt doch. Was? Spaßbommel? Ja. Die Rettungsbälle. Du bist so stark wie die stärksten Trainer, die ich kenne. Milchtüten, ja. Das ist die Musik, die du nachts in Zweisamkeit hören willst. Nein! Nein! Vielleicht. Ich möchte so stark werden wie Wellenbrecher. Marinus! Mann, ich kann ja nicht lesen. Wie einfach kleine Kinder hier in der Arena-Leiter, im Arena-Dings sind. Spaßbummeln, da kann man sich schön drin kuscheln. Einmal keine Spaßbummeln. Kinderarbeit in der Pokémon-Welt ist halt Tagesordnung. Die Arena ist dein einziger Swimmingpool und Anglerteich zugleich. Das ist schon krass, ja. Frag mich nur, ob da überhaupt auch was zu angeln gibt. Und ein Trainingsplatz für Matrosen. Wer weiß, was die alles machen. Pff, du bist einfach zu stark. Ha. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht.
Es triggert mich. Dein nächster Gegner bin ich, der Trainer, der weltweit die meisten Pokémon geangelt hat. Ich möchte darauf hinweisen, man ist auch immer mehr als einmal als Protagonist in Casinos gegangen, um Glücksspiel zu betreiben. Mit 10! Boah, Lisas Augen läuft er sah gerade auf sie zu. Jetzt muss ich dieses Emote machen, wo alles aus der Nase kommt. Dein nächster Gegner. Also, habe ich gerade gelesen. Oh Gott. Spürst du, wie die Hitze im Raum ansteigt? Ja, das Wasser verdampft. Es wird zur Sauna. Goldini! Aber Boing Boing Yummy und Liz fällt K.O. zu Boden. Ja. Verliere erstmal 3 Millionen Liter Blut. So, mit dem machen wir Biss. So, so, Red Rose. So, so. So, so. Blutrakete? Ja, also würde ich wirklich wegfliegen. Tatsache. Weltweit die Nummer 1 zu sein, bedeutet anscheinend gar nichts. Okay.